nochmal. Morgen. Rosa aus Osttirol. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Glödis. 3200 Meter. Und wir sind ja am Seichenbrunn Parkplatz. Wir starten jetzt die Tour um ja, kurz nach 7. Und ja, da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Werden auch zwischendurch mal erzählen, wie es ist. Landschaft zeigen und so weiter und so fort. Vielleicht einen kleinen Einblick in die Lienzer Hütte. Aber wir gehen direkt zügig weiter. Gut, dann starten wir die Tour. Also, Zeit wird gemessen, GPS, was recht interessant ist. Und genau, dann packen wir es jetzt und dann sage ich mal bis später. Gut. Kurz die ersten Eindrücke, weil die meist so am interessantesten sind. Ist überwältigend, also wie schön das hier ist. Wir sind wirklich da eben in den Innenbereich vom Hohe Tauern Nationalpark und hier ist wirklich traumhaft schön überall. Genau, wirklich richtig schön. Ich halte mal kurz Kamera drauf. Wir sind jetzt an der Lienzer Hütten angekommen. Das waren, glaube ich, ja, 300 Höhenmeter. Und genau, jetzt geht es weiter. Jetzt wird es gleich erst interessant. Später der Steig. Hier kann man halt super einkehren, auch auf dem Höhenweg, wo hier rumgeht. Und genau, da werden wir schauen, wenn es nachher passt vom Wetter, ob man dann nachher nicht noch irgendwie einen Radler trinkt. Und genau, dann halte ich euch am Laufenden und bis später. So, da geht es jetzt weiter. GPS sagt genau dasselbe. Auf geht's. Geht's jetzt weiter. Gödisspitz ist auch ausgeschrieben. Und da gehen wir jetzt weiter. Das Wetter schaut recht gut aus. Da sind wir zuversichtlich, dass das nachher noch aufreißt. Tendenziell auf jeden Fall vom Bericht. Und dann probieren wir es mal. Auf geht's. So schaut's hier aus. Wir kommen der Nebelgrenze mal näher. Da hinten ist die Hütten. Also richtig, richtig schön zum Gehen. So gerne ich halt auch mal Trailrunning-Schuhe mag, die Berglaufschuhe ist es doch gescheiter, jetzt bei solchen Bedingungen, Wetter, oben vielleicht Schnee, mit Bergstiefeln zu gehen. Ist einfach nur mal sicherer. Und genau, dann schauen wir mal. Da ging gerade der Abzweig zum Hochschober und zur Hochschoberhütte. Und wir gehen aber jetzt weiter talwärts Richtung Glödis. Also, lieber Zuschauer, na, ist wirklich schön hier. Also, muss man wirklich sagen, das ist weitläufig. Also, das haben wir bei uns im Landkreis Garmisch nicht. Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, beeindruckt mich stärker als ich gedacht habe. Wirklich. Also ich mag mir jetzt nicht vorstellen, wie schön es hier ist, wenn es aufreißen würde. Aber es ist wirklich
traumhaft. Wirklich. Muss man ehrlich sagen. Schönes Osttirol. Geht jetzt immer weiter bergauf. Wir sind so auf ca. 2300 Meter. Und wie gesagt, super gemütlich. Völlig entspannt. Der Klettersteig kommt ja erst später. Aber wirklich ganz, ganz toll. Man hat zwar noch keine Sicht. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Das lasst euch mal überraschen. Etwas Energie auftanken, Kohlenhydrate laden. Wenn man bereits Hunger hat, ist es zu spät. Deswegen zwischendurch sind wir jetzt auf etwa 2500 Höhenmetern. Also verbleiben noch ungefähr 700. Der Klettersteig verbleibt noch und deswegen, man hat es ja eh dabei und Gipfelbrotzeit haben wir eh noch zusätzlich. Also völlig entspannt und dafür hat man es ja mit. Deswegen einen guten. So, da war gerade der Abzweig rechts zur Glödis und da gehen wir jetzt weiter. Schaut noch spannend aus mit dem Wetter, aber da drüben sieht man schon ganz leicht die Sonne durchkommen. Man sieht es, also die wird nachher Kraft haben. Man sieht es leicht, dass es schon heller wird. Also drückt uns die Daumen. Weiter geht's. Geht es jetzt weiter, wird leicht alpiner das Gelände und wir warten immer noch auf die Ankunft der Sonne. Zu Minuten unterm Klettersteig circa und da hinten sieht man schon, es reißt auf. Also ich schätze mal, dass wir nachher genau über der Wolkenschicht sein und dann eine richtig coole Sicht haben. Weiß nicht, wie es auf der GoPro rüberkommt, aber da hat es richtig blaue Flecken, also es ist nicht mehr weit, dann haben wir unsere Freiheit oben. Super cool. Eine Information am Rande, also sind kurz vor 2800 Meter Höhe circa und hier fließen immer noch kleinere Bachläufe, Quellen. Kann natürlich sein, dass es jetzt dadurch kommt, dass jetzt Schnee gefallen ist, sicher, aber spart natürlich ein. Man braucht da nicht unbedingt 3 Liter Wasser mitnehmen, sondern 1,5 oder 2 reichen dann auch. Seht ihr so leichte Platten, wo man drüber läuft, also wirklich sehr angenehm, wenn es jetzt trocken ist. Man hat halt wirklich einen ultra guten Grip und ja, ich denke mit jedem Schuhwerk hier
kein Problem. Man sieht es, also passiert gar nichts. Super, super gut zum Laufen. 2850 Meter sind wir hoch und da geht es jetzt weiter. Da oben sieht man unser Tagesziel. Weniger Schnee als ich gedacht habe. Pickel und Steigeisen natürlich jetzt leider umsonst mitgenommen, aber gut. Lieber dabei als am Ende umdrehen. Und es reißt wirklich auf, man sieht es. Also wenn wir Glück haben, sind wir gleich wirklich über den Wolken. Das schaut echt cool aus hier. Also die sonnige Südseite hier, die hat wenig Schnee. Wir schauen später mal, wie es drüben auf dem Gletscher ausschaut. Und die Nordseite, da wird wahrscheinlich einiges mehr liegen. Und jetzt knacken wir erstmal die 3000 Meter Grenze und dann melde ich mich wieder zurück. Also bis gleich. Wir sind ja auf 2950 Höhenmeter und da drüben, wo das Schild ist, da ist der Klettersteigeinstieg und ja, es sind noch 250 Höhenmeter bis zum Gipfel. Hoffen wir, dass es jetzt nicht zuzieht in der Zeit und genau, da melde ich mich wieder davon, denn wenn wir uns einen Gurt anlegen, braucht es zwar nicht zwingend, aber ja, wenn wir ihn eh schon dabei haben, dann benutzen wir natürlich. Wir starten jetzt den Klettersteig. Es ist ein AB-Steig mit einer C-Stelle, wo man sich aussuchen kann, ob man die mitmacht oder nicht. Wir haben jetzt mal einen Karabiner mit einer Bandschlinge. Das langt, also das haben wir jetzt beide. Und das, also wer noch nie Klettersteig gemacht hat, empfehlen wir das nicht, weil das ist kein Bandfalldämpfer. Aber ihr seht es und ich filme es auch zwischendurch, das ist nicht dramatisch. Genau.
weiter. Also laut Uhr sind wir schon bei auf über 3000 Meter. Kann gut sein. Und ja, wie gesagt, also wir haben jetzt recht unvorbildlich keinen Helm dabei. Ich meine, das sind jetzt keine steilen Hänge, jetzt wie jetzt D- oder E-Klettersteige, aber ja, klar, Helm wäre natürlich schon besser, wenn man dabei hätte. Aber ja, es ist wirklich brutal. Also man sieht es, T-Shirt unterwegs und unten war es mir richtig kalt. Also man sieht es, wir sind da wirklich drüber. Und genau, auch hier die anderen Seiten ist deutlich mehr Schnee gelegen. Und ja, deswegen ist echt Glück, dass wir so gutes Wetter haben. Und dann lasst euch mal überraschen. Schartl und da haben wir die Hängebrücke. We'll be right back.
PC-Stelle. Da komme ich gerade her. Und ja, trotzdem ist gut. Man hat, wie gesagt, steife Bergstiefel dabei oder Zustiegsschuhe, die ein bisschen steifer sind. Geht halt einfacher, ja. Und jetzt kommt das restliche Stück und dann schneiden sich die beiden Wege wieder zusammen und dann geht's die restlichen 100 Meter auf den Gipfel und dann gibt's Brotzeit. Sag mal, 50, 60 Höhenmeter unterm Gipfel. So schaut es hier aus. Da oben sieht man es schon leicht glänzen. Und jetzt kommt der Endspurt. Ich halte jetzt die Kamera noch mal schön drauf und dann melde ich mich am Gipfelkreuz zurück. So, wir sind am Gipfel angekommen. Ich stehe oben drauf und wir sind tatsächlich über den Wolken. Das ist natürlich richtig cool, da hinten der Glockner zu sehen. Der kleine Glockner, Glocknerwand. Da hinten der Groß-Venediger.
hinter mir die Schober-Gruppe. Richtig nice. Jetzt nochmal hier ein kleines Fazit. Ich habe mich mal kurz was abgesondert. Da drüben ist das Gipfelkreis. Und genau, da drüben sieht man den großen Glockner. Und jetzt leider nicht mehr zu sehen, der große Venediger. Es zieht leider etwas zu. Aber ja, wirklich traumhaft schön. Sind ein paar Einheimische dabei, die kennen sich hier recht gut aus. Ist natürlich gigantisch, dass wir jetzt hier beim Wolkenmeer sind und ja, also ich sag mal 200 Meter tiefer ist schon, hängst schon in der Suppe drin und da hinten wirklich wunderschön zu sehen, das ganze vergletscherte Gebiet beim Glockner. Das ist nächstes Jahr dran, das wird heuer leider nichts mehr. Gut, dann machen wir uns jetzt gleich an den Abstieg. Selber Weg, wie wir hergekommen sind. Keine Änderungen, nichts. Ich werde den Abstieg auch nicht filmen. Es bringt nichts, es ist unnötige Länge, also ich lasse es dann wirklich sein. Ich melde mich vielleicht noch zurück bei der Allianzer Hütte. Und dann sage ich mal bis später und genießt nochmal die Aussicht. Ich melde mich gerade zurück. Wir sind gerade wieder am Parkplatz angekommen, Seichenbrunn. Und es geht jetzt über die Forststraße und dann zurück nach Lienz. Ich wollte nur kurz ein Feedback geben von der Tour. Also es hat uns sehr gut gefallen. Es war bis zur Lienzer Hütte Forststraße und ja danach ja, bis zum Einstieg vom Klettersteig vielleicht leicht alpines Gelände, aber nichts Dramatisches, nichts, wo man irgendwie klettern muss, und der Klettersteig war wirklich sehr einfach und ja, man wurde wirklich belohnt da oben über den Wolken, und wenn man halt tolles Wetter hat, dann hat man halt super 360 Grad Panorama. Deswegen in dem Sinne verabschiede ich mich und ich hoffe, es hat euch gefallen, und dann bis zum nächsten Mal ganz sicher. Also Servus!